Howdy und herzlich willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2. Wir wollen eigentlich eine Schnellreise machen, ne? Ich guck nochmal, ob das Poster jetzt wieder nutzbar ist. Typ ist weg. Das Poster ist allerdings auch Chicato. Also kein Kopfgeld für uns. Postkutsche. Wie nehmen? Was ist denn da? Albert Cakes. Wer zum Geier ist Albert Cakes? Fertighäuser. Okay. Trotzdem erstmal Postkutsche. Jetzt will ich erstmal da oben gucken, ob der Fritz da ist. Come on, lady. Before someone gets hurt, give me that back. Oh, that's well. Fine. Help, take your this is an outrage. Take your hands off her. That, you animal. Whoa. Hey, get off me. So, noch danke. Nicht danke. Okay. Meine Waffe ist in einem schlechten Zustand. Dann wollen wir die doch mal pflegen. Dafür reinigen wir sie erst einmal. So, das ist doch schon mal gut. Zurück. Und auch die wollen wir pflegen. Noch eine Vulkanikpistole. Warte mal. Das ist die richtige. Das ist die von Arthur. Aber die? Vergrößern. Das ist eine ganz standardmäßige. Ist aber auch markiert. Jo. Okay. You beat me to it, sir. We really can't thank you enough. Ach, jetzt auf einmal. Yeah, sure. Bollocks till the cows come home. Ich jetzt muss ich wieder komplett von vorne anfangen mit dem Karma-System. Das ist schon ein bisschen blöd. Well, how about you, sir? I can take you just about anywhere. Ja. Finde ich gut. Warum kann ich das nicht machen? Ah, Waffe noch angelegt. Ja, ob ich will fahren. So where are you headed? Van Hoor, Ennisburg ist näher. Can you take me to Ennisburg? Long trip. Why don't you catch some shut-eye? Jut! Oh, yeah! 20 Stunden später fahren wir da mal los. Howdy, Butler! Tingelidi-dingeli. Ja. Ich glaube, es ist zu laut auf meinem Ohr. Mach mal leiser. This is here. We're here. Sehr gut. Be safe. Gucken wir mal, wenn er jetzt nicht mehr da ist, dreh ich durch. Das gibt's nicht. Was ist mit diesem Typen verkehrt? Ja, dann kann ich jetzt aber auch hier zu Hamish, wenn ich hier schon mal hier oben bin. Gibt es das denn? Aber die Wegführung ist auch wieder. Welche Waffe ist im schlechten Zustand? Jetzt kann ich eh nicht pflegen. Dö, 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 dö.
Yay! So, aber John Marston braucht auf jeden Fall neue Klamotte. Erstmal. Ich habe mich mal zwischen den Folgen kurz schlau gemacht. Wir werden auch mal schauen, ob wir es nicht schaffen, in dieser Folge Arthurs Grab zu besuchen. Bin mal Werwolf, ja? Wo ist er hingerannt? Tiere in freier Wildbahn. Herzogin und andere Tierarten. Algorin Wars beim Modeshop von Sammlerfischer vor, bittet um Hilfe, einen seltenen Gegenstand verschiedene Aufträge zu sammeln. Aha. Kochen? Uff, kochen wir den Eseltasen halt. Gut, warum nicht? Das gute Messer. Wenn Arthur das wüsste, was du mit seinem Messer tust. Den darfst du mal essen. Weggehen. Protokoll aktualisiert. Also. Gut, aber warum kriege ich denn die Info, sobald ich einen Eselshasen habe? Will der mich verkackern? Und du, ne? Wenn du mich noch einmal abwirfst. Wie so ein beknackten Wolf. Bin ich noch im richtigen Kurs? Jo. Auf jetzt, ab jetzt! Oh, gut geht's meinem Pferdchen aber auch nicht. You're good, girl. So ein bisschen Pferde zu überholen. Eigentlich nachgucken, was haben wir denn da? Ist sogar reintrauglich, ein englisches Vollblut. Schwarz-braun, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja. Schwarz-braun ist die Haselnuss. I know. Ach ja, was hämisch aber auch am Arsch der Welt wohnen muss. Unglaublich. So eine Araber-Schute kriege ich doch nicht nochmal. Och Menno. Mal, wie er reagiert. Who might you be? A caller, John Marston. Years ago, a friend of mine helped you retrieve your horse and your leg. Oh yeah, yeah. Come on in. Arthur, wasn't it? It's the one. He passed soon after that. Ah, sorry to hear that. I was reading through his journal. Thought I'd pay you a call.
And I'm grateful for it. It's nice to meet you. He was a kind man to me. Gut gelöst. Go out hunting? There's a huge she-wolf that's been stalking me a few nights I've been out. Sure, why not? Well, first, let's just talk a while, okay? Okay. What do you do? Me? I'm a wanderer. I was born further north, spent a lot of time out west. Funny, never saw myself as a... Hey, das hätte ich gern gehört. The bodies lay so thick, they could have walked across the whole field without your boots touching mud. Those were bad times. Mm. Yes, they were. Would you like some more coffee? Please. Ooh-wee! What have we here? Yeah, she's right across there. That close? Oh, she's acting brazen. Come on, let's mount up. Come on, she went around to the left, around the lake. Moment. She's down here somewhere. Die ist wirklich in einem richtig schlechten Zustand gewesen. She's not gonna wait around. Rachel, folge Hamish. You with me? Come on. Wolves shouldn't come so close to people. Yeah, it's strange. When the whole country was wild, they could go where they liked. Now they're stuck hiding in the few corners of wilderness we got left. It's a feeling with which I can sympathize. This ain't a country for wild animals, nor wild men neither. Not anymore, it seems. You hear that? Yep. Quickly now, this way. Up there, on the outcrop, you see her? Let's go! Okay. Oh, die ist schnell. We're on to her. Come on. Okay. Damn. Ja, komm schon. Can't see her. Let's get up to the top. Have a look around from up there. You loves hills, don't you, boy? You eat them up for breakfast. Oh, das ist ein Reh gerissen. What we got here? Is that a fresh kill? Could be. Is the blood set? Let me take a look. Du hättest das Gewehr ruhig mitnehmen dürfen, du Vogel. That was her dinner. Now where'd she get to? My guess, she's gone somewhere over there. There's a whole lot over there. That's the problem. There she is. Got shy all of a sudden. You got some extra miles in you tonight. If we gotta chase her, let's chase her. All right. Ich wollte es mir jetzt eigentlich einfach machen, aber okay. Ja. Okay, stick with me now. Damn it! Too slow! It looks like she's headed into the woodland. We're gonna have to track her through the scrub. Better be on foot. Send your horse somewhere safe. Get going, girl. There's a wolf about. You went in there, all right. You got a tracker. Now you want to take the lead, or shall I? If you don't mind, I'd like to. Okay, get tracking. I'll be close behind you.
I got the trail. This way. Right behind you. Get slow. Warum soll ich das denn langsam machen? Down here. We don't get her. What's the worst that can happen? You run off with a chicken? Well, I'm fine with losing chickens. But I lost a leg already. And I gotta pull down my pants to shit in these woods, so. Yeah. My complete and unconditional. I don't think the wolves would have showed much mercy. That's quite an ambush she led us into. A bushwhacking, I'd call it. Huh? Where is it? Goddamn! Over here! Over here! Oh, shit! Mit dem Messer hätte ich doch eh nichts tun können. Warum hat er denn... Oh, nochmal. Warum hat er denn die Waffe nicht gezogen? Manchmal ist John ein kleiner Schwachkopf. Whoa! You alright? I was ready to offer my complete and unconditional. I don't think the wolves would have showed much mercy. That's quite an ambush she led us into. A bushwhacking, I'd call it. Huh? Where is it? Goddamn! Over here! Over here! You all right? Yeah. Das war irgendwie jetzt schadenstechnische Murks. Is that all of them? That's the best of them. Look at them. Proud thing. Scary thing. They brought us up here to be slaughtered. You were after a hunt? Yeah, guess I got hunted. You going back to the cabin? Yeah, nah. Still early. We'll stay up here a while. Dress this animal. I won't likely see another like him for some time. I hope I won't either. Thanks for taking me out. Yeah, anytime. You want to go out again? Yeah. You come by and see me. So long. Man geht auf Bärenjagd, ja? Wait. Here's a pelt. Thank you. You earned it. So long. Ich hab die alle erschossen. Von daher. If he could speak, the stories he'd tell. Ich kann sagen, ich werde dich da wohl häuten können. Stelle geben ein bisschen Geld. What kind of wolf you gotta be to get this big? Da wirst du wohl. Noch einer. Almost a shame we killed it. Er wäre es nicht getan, hätte sie uns gekillt. Oder er oder es. Und du warst die Erste, die hier erwischt habe, oder? Der Erste? So, ich mache hier uns mal einmal. Arthur's Grab. Oh, warte mal, wie finde ich denn das jetzt?
das muss irgendwo hier gewesen sein. Es ist jetzt echt schwer zu sagen. Ach, guck mal, der Penner ist immer nur bei Nacht da. Reiten wir jetzt gleich über die Straße und kommen wir da an. Das ist gut. Wir hatten noch mal das Hügelgrab gefunden. Ich dachte, das müsste irgendwas Wikingermäßiges sein. Da ist Arthurs Grab. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie wir da hinkommen. Gehen wir erstmal hier den Hügel hoch. Oh, 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 oh. Hügel hoch, habe ich gesagt. Komm schon. Muss da schon rüber? Na komm. Komm, 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 komm. Der Weg ist gut. Da oben ist dann gleich eine richtige Straße. Glücklicherweise. Ah, mach mir keinen Blödsinn. Wenn mich das Gartending hier lang führt, gibt es hier auch einen Weg. Ist da? Geklaut haben vom normalen Lagerfeuer aus schnell zu reisen. Das war im ersten Teil schon echt praktisch. Da war das Hügelgrab hier irgendwo. Moment, da noch das Tagebuch, oder? Seine Zeichnungen sind nicht so. Gulden anzeigen. 405. Ach, das geht ja noch. Er hat sogar aufgeschrieben, dass er 60 zur Seite gepackt hat. Das ist jetzt sein Tagebuch, das ist nicht mehr das von Arthur. Aber warte mal, habe ich das von Arthur dann. Nein, meine Güte. Von Arthur nicht in der Tasche, weil er sagte doch, er hat das bekommen. Landkarten. Bücher. Nee. Was haben wir hier? Longhorn Ranch. Das ist Beaver Hollow. Kann ich nicht lesen. Hier kann ich was lesen, Shady Bill. Und danach habe ich das eigentlich gefunden. Das ist ja echt ätzend. Horseshoe Overlook. Ja, wunderbar. Nicht. Das ist ein bisschen blöd. Da muss ich mal schauen, wie ich denn das Hügelgrab ausfindig machen kann. So, hier weiß ich noch, hier habe ich ja mit Arthur schon alles rausgenommen. Kann ich jetzt eigentlich keine Bank mehr überfallen oder kann ich das einfach quasi alleine machen? Würde mich ja schon interessieren. What the hell? You're asking for it, you bastard. Ich hab für gar nichts gebracht, Mann. Ihr seid einfach in die Kurve gekommen. Und dann seid ihr auch noch hartnäckig, ja? Falsche Taste.
Da gibt natürlich wieder negative Reputation. Also die attackieren mich, weil ich in die reinreite. Und dann kriege ich negative Reputation, wenn ich mich verteidige. Nicht, dass es jetzt noch einen großen Einfluss hätte, aber naja. Aber jetzt. Bitte. Hallo? Frankenstein? Er braucht da so ein Gewitter. Hallo? If you are here to rob me, I wish to make clear that I have weapons that could liquefy each of your internal organs in turn and leave you just a puddle on the floor. Professor, I ain't here to rob you. My friend helped you at the pond. He did. Oh, the buffoon. Yes, he did. hello. Hello. I hope I'm not disturbing you. Of course you are disturbing me, buddy. I almost solved biggest problem and you mess it up. I did? No, but I did. I can't get the bloody conductor straight. What? Well, it is the geometry of life. The grand theory of power. It's the grand theory of theories, huh? There is just one more big problem. Maybe I solve it, but... Er grillt sich dabei selbst. I don't understand. Of course you don't. Help me adjust these things, and I will show you what I mean. Here, take these. Okay, but I'm not much of a scientist. Well, you are an American. Science is far beyond you, but you make a fine buffoon. Go. Information? You have the detector in your hand. The filament flashes when it points at the location for conductor. Follow flashes up in hills and plant conductor rods where filament goes solid. When all three conductors inflect, lightning strikes the rod, and we harness power of nature to make light. Eine ganze Tasche voll mit dem Zeug. Die Richtung, alles klar. Wie glaube ich das nicht? Good.
return to the lab. Bald Stufe 8, das ist gut. Das ist ein Möchtegern Frankenstein, oder? I'd ever gone to school and had a clue of what was going on. What now? Well, now I become the second creature after God himself to bring life to this earth. Like this. Am I missing something? The switches, the bloody switches. Okay, climb up there and adjust them for me. Go quick, please. Ich hätte auch den Turm mit der Schaltanlage. Turmbefehl! Tja, wenn nicht du, dann hätte es Arthur getan irgendwann. Also, ja, der kam halt nicht mehr dazu. Marco Dragic. Ja, dann zeig mal deinen Besen. Are you ready? Sure. Second time lucky, huh? Second time? More like 7,000. This is my life's work. It is incredible. Ein Roboter. What? Oh. Cyberman. He lives. My son lives. What is it? It is life itself. Morons who doubted me. It is me and you. Look at him. Isn't he wonderful? Is that it? For now. I am so you just saw creation's second birth. I just saw a machine waddle a few steps. I have a son. I am the luckiest man alive. Those morons, they doubted me. I'll see you later. Yes, yes. Goodbye. Oh.
Ein bisschen Wahnsinn schadet nie. Glücklicherweise. Na gut. Warum auch nicht? So, jetzt muss ich doch noch irgendwie rauskriegen können, wo sich Arthurs Grab befindet. Da möchte ich ganz gerne noch vorbei. Es dürfte nicht allzu weit weg sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach, guck mal hier, Mysterious Hills Home. Ja. Ja, okay, es ist zumindest ein kleines Stück. Und es scheint. Ein paar Gräber tatsächlich sogar zu geben. Und da könnten wir dann direkt danach einmal hier noch rüber und da dann auch noch einmal das Grab anschauen. Wir gucken mal. Okay. Neun Gräber gibt es tatsächlich. Um eine Trophäe bzw. um die 100% zu erreichen, müssen wir alle neun besuchen. Das ist natürlich, die sind natürlich ganz gut verteilt über die Karte. Zwei sind jetzt gleich relativ nah beieinander. Das Wichtigste ist natürlich Arthurs Grab. Das ist nicht mehr allzu weit jetzt. Die anderen liegen ein bisschen verteilter. Aber dann zollen wir doch mal allen alten Kameraden, deren Gräber wir besuchen können, den nötigen Respekt. Dafür mache ich dann die Folge jetzt auch noch ein bisschen länger. Wer da jetzt kein Interesse dran hat, das zu sehen, von dem verabschiede ich mich dann schon mal, den sehe ich dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ansonsten begleitet mich ruhig auf dieser kleinen Reise, an deren Ende wir dann zumindest ein paar der neuen Gräber schon mal besucht haben. Ich versuche, nein, komm, wir machen alle jetzt. Das hängt also ein bisschen davon ab, wo die jetzt genau sind. Wenn ich das in der Übersicht sehe, können wir vier Stück relativ gut besuchen. Und die anderen vier liegen in genau der entgegengesetzten Richtung. Moment, dann machen wir. Dann habe ich aber. Naja, die anderen fünf, genau. So, ich habe jetzt natürlich noch das kleine Problem. Das Moment fährt bald den Lebensfunken aushaucht. Ich brauche also erstmal einen Händler, an dem ich die Wolfsfälle verjubeln kann. Und dem ich dann bei dem ich dann Pferdezubehör kaufen kann. Da ist das Hügelheim. Wo ich immer noch nicht reinkomme. Und Arthurs Grab muss hier auch irgendwo sein.
Jetzt schauen wir mal kurz. Den Hügel hoch. Dann hat er ihn ganz oben begraben. Ja, da ist er. Arthur Morgan. Thirst for righteousness? Are those who hunger? Irgendwas, keine Ahnung. Respekt zu ist jetzt hier aber nicht, wa? Okay. Gut, nehmen wir das erstmal so hin. Dann gucken wir nochmal ganz kurz. Das andere Grab ist das hier. Das liegt ziemlich genau da. Das ist wie gesagt auch nicht so weit. Es sei denn natürlich, ich finde keinen Weg über die Brücke. Die ist allerdings repariert. Das heißt, ich kann noch mal eben schnell über die Brücke gehen, statt da oben rumzureiten. Ich weiß nicht. Gucken wir mal, wenn ich da auch nicht so wirklich italienieren kann. Zugbrücke ist jetzt wieder heil, ne? Ja. So, und gucken wir mal. Karte bitte. Ah, vielleicht muss ich noch ein Stückchen. Irgendwo hier. Abseits des Weges, westlich der Donner Falls, da ist der Weg. Sind die Wasserfälle. Okay, das scheint so, als würden wir doch nicht alle neuen Gräber in dieser Folge machen, weil mir das dann doch ein bisschen zu viel Gesuche ist.
Aber das hier hätte ich schon noch eigentlich ganz gerne. Da. Fliegende Adler. Gut. Das heißt, wir haben das Grab von Arthur und das Grab von Fliegender Adler entdecken können. Müsst jetzt hier hinten hin, um die zwei zu kriegen. Dann müsste ich hier hoch. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Jetzt muss ich gucken, wie ich von hier aus möglichst zügig wieder nach Blackwater komme. Da ist es wahrscheinlich am einfachsten, wenn ich über Valentine marschiere. Was sich ganz gut trifft, weil ich dann da mir auch mal ein bisschen Pferdezubehör holen kann. Und vielleicht auch die Felle gut verkaufen kann. Wenn ich so drüber nachdenke, will ich schon noch mal eine Bank ausrauben wollen. Im Moment ist meine Reputation eh ärmer. Ich habe Abigail gerade noch nicht zurück und ich brauche dringend Geld. Also eigentlich könnte ich, wenn ich in Valentine bin, auch schon mal die Bank ausrauben. Ich frage mich nur, ob man dafür wirklich den Auftrag annehmen muss, weil dann wäre das für mich gegessene Sache. Oder ob ich das einfach so tun kann. Ach, hier ist das vor. Jetzt den wir Igelfleiß befreit haben. Also, fliegende Adler. Lange macht's unsere Schindmeere nicht mehr. Ich hab auch keinerlei Ausdauer, ne? Moment, kann das Spieler eigene Outfit 2 nehmen? Slow now. Also, das ist das. Okay. Das war ja sein bestes Outfit für die Bank. Twisted my ankle something fierce. Think you could give me a ride? Yeah, sure. Up on. Oh, thank you, sir. Thank you. You know Emerald Ranch? Willst du mich verarschen zur Emerald Ranch? Das ist ja die ganze andere Richtung. Habt ihr wenigstens einen Stall? Nee, ihr habt nur den Hehler. Nee. Mind taking me there? Sure. Glad I ran into you. Huh. I raised that horse, you know. Raised it since it was just a foal. Losing a horse is hard. Sorry to hear that. Yeah. That horse did right by me. Better than my husband, truth be told. That fool. Always complaining. But does he do something about it?
Ben barely lifts his hand to wave the flies away. Aside from to lift a drink, of course. Marriage, for me, has been nothing but trouble. But Biscuit? He was a fine animal. Loyal, smart, brave. Didn't take no guff, not from no one. Had one of them mountain boys pull a gun on me once. I was riding up near the Dakota and had stopped by a nice warm patch. Must have dozed off, but I wake up and find some nasty piece of work pointing a rusty shotgun straight at me. Well, he gets wheezing on and I must have made some sort of noise because the next thing I know, Biscuit had nipped his ear clean off. Kicked his hide too as he was hollering away. Didn't think a man could run so fast. Oh yeah? Yeah, had a good laugh on that one. I tell the husband, what does he do? Should have never gone over there, honey, he says. Gee, thanks. So you live at Emerald Branch then? For the time being. I was looking for work. They was looking for some help with the gardens. If I waited any longer for my husband to put food on the table, I'd have died of starvation. Oh, we're getting close now. Weil ich in der Abkürzung geritten bin. Here we go. This is great. This was kind of you, mister. Please, take this as my way of thanking you. Appreciate it. Oh, das hat aber ordentlich einen Schuss gegeben. What a lousy day. Jo. Aber wie viel Geld habe ich jetzt dafür gekriegt? Ja, ist mir auch egal. Hey, Buddy. Ich. Can you give me a ride, please, partner? So where are you going? Nach Blackwater, bitte. Blackwater, please, partner. Okay. Just preparing you. We're in for a ride and a half. Ja, wir brauchen Ewigkeiten. Deswegen überspringen wir das jetzt auch und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dahin. Euer Staffel.